mit der Celebrity Infinity zur Winterzeit und damit in der absoluten Nebensaison in der griechischen Inselwelt unterwegs. Das wird dieses Jahr möglich, denn das Schiff ist ganzjährig ab Europa unterwegs. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin euer Kreuzfahrturlauber Fabian und habe gerade eingecheckt an Bord der Celebrity Infinity für eine 10-tägige Winter-Mittelmeer-Kreuzfahrt. Und Winter sieht hier so aus, 20 Grad und Sonne pur im Hafen von Piräus, beste Bedingungen. Ich bin gestern einen Tag vorher angereist, habe in einem Hotel geschlafen, 55 Euro für eine Nacht, wirklich top gewesen. Der Fahrer hat sogar noch einen kostenlosen Transfer heute zum Schiff angeboten und so konnte ich heute Vormittag noch ein bisschen am Yachthafen von Piräus schlendern. Lohnt sich also auf jeden Fall, wenn man hier eine individuelle Anreise plant, dass man vielleicht schon einen Tag eher kommt und dann etwas von dem Charme von Piräus auch noch mitnehmen, bevor es dann hier an Bord der Celebrity Infinity geht. Das Schiff wird diesen Winter, den ganzen Sommer und auch den nächsten Winter noch hier unterwegs sein. Ist also auf jeden Fall interessant für euch. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Video mit tollen Impressionen aus der griechischen Inselwelt und vor allem auch aus der Türkei und von Zypern. Viel Spaß! Wie zu Beginn des Vlogs üblich, ein Blick hier in meine Kabine, in dem Fall sogar eine Suite, die Sunset Suite an Bord der Celebrity Infinity, ganz hinten am Heck des Schiffes. Es gibt nochmal einen separaten Rundgang, in dem ich euch die Suite ganz genau im Detail vorstelle, aber hier mal ein kurzer Blick, denn die Suite hier ist frisch renoviert, also ich bin die erste Person, die jetzt hier drin wohnt, nachdem das Schiff aus der Werft gekommen ist. Über den Werftaufenthalt im Frühjahr 2024 oder im Winter 2024, da sprechen wir nochmal ausführlicher im Rahmen der Videos hier, aber das schon mal als kurzer erster Blick. 27 Quadratmeter innen und dazu noch eine riesige Veranda. Besonderheit eben, alles erstrahlt hier so im Edge-Class-Design, also wie man es von den neuen Schiffen von Celebrity Cruises kennt, auch hier auf der Infinity aus dem Baujahr 1991. Und hier nochmal das große Highlight, im wahrsten Sinne des Wortes große Highlight, die große Veranda ganz am Heck des Schiffes und mit Blick auf die Heckwelle, zwei Lounge-Möbel, zwei Sitze, zwei Liegen und hier ja das Gefühl der Freiheit ganz hinten am Heck der Celebrity Infinity. Ein paar erste Runden oben an Deck mit Blick auf Athen. Man sieht sogar die Akropolis ganz klein am Horizont. Jetzt für diese Kamera nicht nah genug, da bräuchte ich ein Teleobjektiv. Aber an sich wirklich schön, ein paar Runden zu drehen unter der griechischen Sonne. Viele Sonnenliegen, viel Platz oben an Deck. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hier nur etwa 2000 Passagiere maximal mitfahren können auf 294 Metern Schiffslänge. Da ist in der Regel genügend Platz für alle. Gleich um 17 Uhr verlassen wir dann den Hafen von Piräus und nehmen Kurs auf Thessaloniki, unser erstes Reiseziel. Und für Retreat-Gäste, also für alle Suiten-Gäste hier an Bord, gibt es da heute ein besonderes Ablege-Sail-Away-Event. Und zwar vorne auf dem Helipad. Da freue ich mich sehr drauf. Noch nie dort gewesen. Ist immer eine exklusive Veranstaltung bei Celebrity Cruises. Gibt es immer mal wieder in verschiedenen Destinationen. Heute hier direkt zum Auftakt dieser Reise. Für alle Suiten-Gäste ganz vorne das Ablegen hier im Hafen von Piräus. Das werde ich natürlich mit begleiten mit der Kamera und da geht es jetzt auch gleich schon hin, denn das Ablegen wollen wir natürlich nicht verpassen hier und eine Viertelstunde vorher ist der Treffpunkt ganz vorne. Kalimera und guten Morgen aus Thessaloniki, die zweitgrößte Stadt Griechenlands, die wir erreicht haben hier als unseren ersten Hafen dieser Reise. Erst um 10.30 Uhr haben wir die Leinen hier festgemacht und hatten entsprechend ja fast noch einen halben Seetag. Auf jeden Fall ein ganz ruhiger Start in den Tag. Erstmal die Heckwelle ein bisschen beobachten vom Balkon aus, dann hoch auf Sonnendeck hier die Ansteuerung auf die Stadt genießen, denn die Stadt liegt so ein bisschen am Hang. Die Umgebung ist ganz schön, die Waterfront sieht man schon vom Schiff aus und das ist auch gleich das Ziel für den heutigen Landgang. Man liegt hier so zentral, dass man perfekt auf eigene Faust rausgehen kann und ein bisschen was erkunden kann. Vor allem hier die Waterfront, den Weißen Turm, einige Sehenswürdigkeiten, die sich hier direkt am Fuße des Schiffes oder ja, hier direkt zu Füßen befinden. Das ist auf jeden Fall schön. Wir liegen bis morgen 13.30 Uhr hier, also ganze
naja, nicht ganze, aber zwei halbe Tage könnte man sagen. Also genügend Zeit, um sich alles anzuschauen. Morgen ist dann der Plan, vielleicht mal in die Altstadt hochzufahren. Die ist ein bisschen weiter entfernt, aber auch durchaus sichtbar von hier vom Schiff aus. Und wenn man schon so viel Zeit hat, sollte man das hier ja auf jeden Fall auch nutzen. Gestern Abend noch ein bisschen was am Schiff los gewesen. Der Kapitän hat sich vorgestellt in der ersten Show im Theater. In den Bars war Musik, in der Martini-Bar war eine Silent-Party, also volles Programm, aber dazu dann auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch noch mal mehr. Jetzt erstmal hier perfektes Wetter, 20 Grad und Sonnenschein heute in Thessaloniki. Ideale Bedingungen, um an Land zu gehen. Das Ganze heute für mich dann nach dem Mittagessen, so gegen 13 Uhr ist der Plan, da mal rauszugehen und den Nachmittag dann hier in der Stadt zu verbringen. Das war genau die richtige Entscheidung, den Vormittag an Bord der Celebrity Infinity auf dem super, super leeren Sonnendeck zu verbringen, denn es ist ja nicht so, dass es sonst voll wäre an Bord, aber jetzt, wenn viele doch auf Ausflug waren heute Vormittag, war es unglaublich leer und hatte gefühlt das ganze Deck für sich allein. Und was man natürlich auch nicht verpassen sollte, das Greek Buffet oben im Buffet-Restaurant, also im Ocean View Café. Griechische Spezialitäten, wirklich hervorragend gewesen und frisch gestärkt jetzt von diesem tollen Buffet für einen Landgang hier in Thessaloniki, einmal von Bord. Und dann ja so in 10 Minuten ungefähr ist man auch schon an der Uferpromenade. Als ich das letzte Mal hier war, da lagen wir noch ein paar hundert Meter weiter näher an der Stadt. Jetzt sind es ein paar hundert Meter weiter. Aber nach dem ganzen Buffet tut das auf jeden Fall auch gut. So ein bisschen Bewegung. Und jetzt geht's zu den Highlights von Thessaloniki. Vom Schiff aus gar nicht zu verfehlen und wirklich leicht zu finden ist der weiße Turm hier im Hintergrund. Die Sehenswürdigkeit oder das Wahrzeichen schlechthin hier in Thessaloniki. Eine osmanische Festung, ehemals ein Gefängnis und heutzutage ein Museum der Stadtgeschichte hier von Thessaloniki. Man kann hochgehen und von dort oben dann einen großartigen Ausblick über die Stadt genießen. Wie auch beim letzten Mal ist die Schlange heute aber auch relativ lang. Und obwohl ich eigentlich hoch wollte, habe ich mich jetzt dagegen entschieden, weil ich mich nicht irgendwie da eine Stunde anstellen wollte. Ich habe aber gesehen auf Bildern, dass es oben einen tollen Ausblick gibt. Also wenn dann weniger los ist, lohnt es sich, glaube ich, schon hochzugehen. Entlang der Uferpromenade vom Schiff bis hier zum Weißen Turm, den man immer anvisieren kann und damit den Weg auch nicht verfehlen kann. Die Uferpromenade gilt als einer der schönsten Europas. Der erste Teil würde sicherlich noch schöner sein, wenn nicht eine zweispurige Straße dort direkt angegrenzt sein würde. Denn da brettern die Autos und Mopeds ganz schön lang. Hier zum Ende am Weißen Turm wird es dann auf jeden Fall ein bisschen schöner und ruhiger vor allem auch. Von hier aus empfehle ich dann einmal ein bisschen weiter reinzugehen in die Stadt, um auf dem Rückweg zum Schiff dann nochmal ein paar Sehenswürdigkeiten zu sehen. Wie zum Beispiel den Galerius-Bogen, die Rotunde des Galerius, der Galerius-Palast und auch noch Museen gibt es hier. Das Archäologische Museum, das Olympische Museum und so weiter und so fort. Dann gibt es noch die Hagia Sophia, hier eine alte Kirche, viele weitere historische Gebäude. Also Thessaloniki hat wirklich viel zu bieten an Sehenswürdigkeiten. Und das ist ja alles nur hier der Teil im unteren Teil der Stadt. Oben gibt es ja noch die Altstadt. Auch da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Das ist ja grob der Plan für morgen. Mal schauen, ob es dabei bleibt, wenn das Wetter mitspielt. Und ja, das ist so meine Empfehlung für euren Rundgang hier in Thessaloniki. Sich einfach erstmal hintreiben zu lassen an der Uferpromenade. Hier die Meeresfront genießen und auf dem Rückweg dann noch ein bisschen Sightseeing der historischen Städten hier in Thessaloniki. Zurück nach einem schönen Landgang in Thessaloniki, hier an Bord der Celebrity Infinity, und nun geht es langsam in den Abend über. Und zwar geht es dafür in das Lumine-Restaurant. Das ist ja hier exklusiv für Suitengäste. Und das möchte ich euch natürlich auch mal zeigen, was man hier wählen kann. Besonders am Lumine ist, dass es immer eine spezielle Karte gibt, die es dann nur im Lumine-Restaurant gibt. Darüber hinaus hat man aber die Möglichkeit, aus dem Blue-Restaurant zu wählen, das nur für Aquaclass-Gäste ist. Und auch noch die Karte aus dem Hauptrestaurant. Also wer da nicht fündig wird, ja, da weiß ich auch nicht weiter. Wirklich eine riesige Auswahl und natürlich besonders die Karte des Lumines ist dann auch nochmal hochwertiger als alles andere hier an Bord, was ja auch schon auf einem guten Premium-Niveau ist. Aber hier, wenn man dann eine Suite hat, da kann man dann durchaus auch nochmal mehr erwarten. Und da geht's jetzt hin, im Lumine-Restaurant auf Deck 4. Kalimera Thessaloniki und damit guten Morgen vom zweiten Tag jetzt hier in dieser Stadt, in der zweitgrößten Stadt Griechenlands. Und ja, gestern hier eine ruhige Nacht im Hafen jetzt noch gehabt. Overnight in Thessaloniki, das heißt, gestern Abend hätte man noch die Chance gehabt, rauszugehen. Das Programm an Bord war aber so verlockend, dass wir dann doch an Bord geblieben sind, denn es gab eine Celebrity Production Show. Hollywood war das Thema und die Sängerinnen und Sänger haben da wirklich Tolles auf die Bühne gebracht. Es war weniger das Bühnenbild bei dieser Show, sondern eher die Stimme und der Gesang, der da im Fokus stand. Und das war sehr, sehr schön anzusehen. Darüber hinaus dann noch ein Zauberer, der in der Constellation Lounge aufgetreten ist. Anschließend noch eine Party in der Constellation Lounge und vieles mehr natürlich auch noch in den ganzen anderen Bars. Abendessen im Lumine-Restaurant auch sehr gut gewesen. Und jetzt fit für den nächsten Tag hier in Thessaloniki. Bis 14 Uhr liegen wir noch hier. Und jetzt geht es gleich mit dem Bus in die Stadt Anapoli.
Zu Fuß wären es ungefähr 50 Minuten. Mit dem Bus kann man das Ganze ein bisschen verkürzen. Der fährt direkt am Ausgang des Hafens los. Und ja, da gibt es einiges zu sehen, denn das ist das historische Zentrum, die Altstadt von Thessaloniki. Man sagt auch Oberstadt, und da mit dem Bus hinzufahren macht durchaus Sinn und dann zurückzulaufen. Das ist jetzt so der Plan. Und ich glaube, die Linie 23 ist es jetzt gleich, die hier alle 10 Minuten abfährt, direkt am Ausgang des Hafens. Und damit geht es jetzt hoch in die Oberstadt. Kleines Update aus Thessaloniki. Fabian versucht, Bus zu fahren in Griechenland und scheitert kläglich. Ja, der Versuch, mit Bargeld oder auch mit der Kreditkarte zu bezahlen, hat nicht funktioniert. Der Busfahrer meinte, man müsste Coins kaufen. Ich habe ihn gefragt, wo. Dann zeigte er da irgendwo in die Richtung. Ich war in ein, zwei Shops drin, die meinten, die wüssten davon nichts. Also eine halbe Stunde verschwendet, schade, erst auf den Bus gewartet, dann noch versucht, die Coins zu kaufen, dann doch wieder das Taxi nehmen müssen und individuell auf die Straße gemusst, um die Straßen hier noch weiter zu belasten. Der Bus war fast leer. Tja, so ist das manchmal. Aber gut, jetzt angekommen, 6,60 Euro hat die Taxifahrt gekostet, sicherlich auch nicht viel teurer als mit dem Bus. Der Versuch, mit den Öffis zu fahren, hier ist leider nicht geklappt. Aber angekommen jetzt in der Oberstadt, und das ist das Wichtigste, um jetzt hier so ein bisschen die Altstadt von Thessaloniki anzuschauen. Zurück an Bord der Celebrity Infinity. Wir sind inzwischen schon wieder unterwegs in Richtung Kujadasi, unser nächsten Reiseziel. Ja, der Tag heute war nicht ganz so schön wie der gestrige Tag. Gestern die Uferpromenade von Kujadasi mit dem Weißen Turm und den Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Das war wirklich schön. Heute, ja, die Altstadt, die Oberstadt von Thessaloniki, hat mich jetzt nicht so überzeugt. Gehört halt auch mal dazu. Es kann einem ja auch nicht überall immer nur gefallen, wo man ist. Und ja, es sagt so ein bisschen daran, viel Müll, viel Verschmutzung. Irgendwie alles ein bisschen ungepflegt tatsächlich auch. Gehört irgendwo teilweise zu den Städten in Griechenland ja auch dazu. Ich weiß, klar, der Standard ist immer nicht überall identisch, logisch, aber ja, der Funke ist einfach nicht übergesprungen. Manchmal kann man es ja auch nicht ganz erklären, woran es genau liegt. Es waren einige Sehenswürdigkeiten noch da. Es war interessant, das Kloster sich anzuschauen, auch die Kirchen dort, die Stadtmauer. Der Ausblick war auch ganz schön. Vielleicht lag es auch einfach daran, dass heute das Wetter relativ grau war. Wie auch immer, jedenfalls würde ich sagen, wenn man einen Tag da ist, reicht es, unten die Unterstadt, also den neueren Stadtteil sich anzuschauen und nicht unbedingt hochzufahren in die Altstadt. Das ist aber meine persönliche Einschätzung dazu. Es kann auch sein, dass ich vielleicht nicht die richtigen Orte gefunden habe, wo es traumhaft schön ist. Das kann natürlich auch sein. Aber gut, das einfach dazu. Wir sind inzwischen unterwegs jetzt weiter. Heute Abend dann die Formel Night hier an Bord der Celebrity Infinity. Das heißt, oder Chic Night heißt es immer. Das heißt, man sollte sich ruhig mal ein bisschen schicker machen, das schönste Kleidungsstück anziehen, das im Koffer ist. Und ja, da steht ein rundum interessantes Programm zu an. Und für mich geht es heute Abend auch in eines der spannenden Spezialitäten-Restaurants an Bord, und zwar ins Lippity Chef. Was genau das auf sich hat, da möchte ich noch gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn das Auge ist ja mit, das sagt man ja sowieso, und das hat im Lippity Chef eine ganz besondere Bedeutung. Aber seht selbst. Ein neuer Tag, ein neuer Hafen, und so erreichen wir gerade den Hafen von Kujadasi hier in der Türkei. Im Hintergrund sieht man schon die Pier, und hier werden wir jetzt gleich gemächlich festmachen, um heute wieder tolle Ausflüge machen zu können. Vorher noch ein paar Worte zu dem gestrigen Abend, und zwar hat das Ganze ja stattgefunden im Lippity Chef. Das war wirklich ein tolles Erlebnis. Erlebnisgastronomie, das heißt nicht nur das gute Essen auf dem Tisch, sondern eben auch ein Erlebnis dazu. Die Tische sind animiert, beziehungsweise ein Projektor befindet sich über den Tischen. Und dann kommt der kleine 6,5 cm große Le Petit Chef, also der kleine Chefkoch, und serviert das Menü. Es wird alles angerichtet auf dem Teller, die Zutaten werden nach und nach gebracht. Es wird teilweise wirklich auf lustige Art und Weise präsentiert und auch moderiert auf englischer Sprache. Und anschließend, wenn dann alles fertig ist, angerichtet, dann wird das von der Crew dann auch tatsächlich auf den Tisch gebracht. Es gibt zwei Menüs, aber nur eine Show. Ich hatte mich tatsächlich für das andere Menü entschieden mit Wolfsbarschfilet und wirklich tollen anderen Zutaten. Hat auch sehr gut geschmeckt. Dann ist aber immer nicht das auf dem Teller, was das Menü zeigt. Also die meisten haben tatsächlich auch das Menü 1 gewählt, wo dann genau das Ganze so kommt, wie es vorher dekoriert wurde. Ein tolles Erlebnis, $60 pro Person, wenn man bedenkt, was es teilweise an Land kostet. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, Le Petit Chef mal auszuprobieren. Dann ist es tatsächlich eher günstig, denn ich habe auch von Followern auf Instagram gestern schon gelesen, dass es woanders, dass sie schon 100 € pro Person bezahlt haben an Land. Von daher mal eine gute Gelegenheit, das hier bei Celebrity Cruises zu machen. Anschließend noch eine tolle Show im Theater mit den Gastkünstlern, die wieder wirklich schöne Musik auf die Bühne gebracht haben. Ja, und das war dann auch schon der gestrige Abend. Und inzwischen machen wir fest in der Türkei. Und gleich geht es auf Ausflug auf einen Trip, den man hier, glaube ich, mal gemacht haben sollte. Und zwar geht es nach Ephesus. Ein bisschen Geschichte heute mal. Mehr als alte Steine gibt es dort zu sehen, denn
historisch gesehen ein sehr, sehr wertvoller Ort. Und dazu nachher ein paar Worte mehr. Jetzt geht es gleich erstmal los. Um 9 Uhr ist Treffpunkt im Theater. Da muss ich in 15 Minuten schon sein. Der Ausflug nach Ephesus hier in der Türkei ist wie eine Zeitreise in die Antike. Unglaublich beeindruckend. Ich muss ja sagen, ich bin ja nicht so der Mensch, der jetzt in jedes Museum muss und jede archäologische Stätte besuchen muss und total interessiert an der Geschichte und Vergangenheit von vielen Orten bin. Aber dieser Ort, der packt mich tatsächlich, denn es ist alles so gut erhalten, also den Umständen entsprechend gut erhalten. Es reicht aber, oder die Geschichte hier reicht bis das 10. Jahrhundert vor Christus zurück. Und der Boden, auf dem man hier läuft, ist ungefähr 2400 Jahre alt. Und das sind alles so Dinge, wo ich sage, okay, das ist wirklich interessant. Und wenn man dann noch überlegt, dass hier ungefähr 250.000 Menschen gelebt haben, auch das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Denn wie ermittelt man das Ganze? Man sagt, ungefähr 10% der Bevölkerung von Ephesus hat in das Theater gepasst. Und das passt ungefähr 25.000 Sitzplätze. Das gibt also einen Einblick in die Dimension, wie groß das Ganze hier war, wie viele Menschen hier waren. Und wir haben uns besondere Orte hier angeschaut. Zum Beispiel auch, ja, und das gehört hier irgendwo auch mit dazu, das WC von damals. Ein großer Bereich, wo man sich einfach nebeneinander auf die Steinmauern gesetzt hat, mit so einem kleinen Loch dahinter. Ja, so war das damals hier. Wir haben auch die Klinik gesehen, wir haben viele besondere Bauwerke beobachten können und sind ungefähr anderthalb Stunden jetzt hier auf geführtem Spaziergang. Wirklich einen sehr guten Guide auf Englisch, das Ganze hier heute der Ausflug. Und der ist sehr gut informiert, macht das seit vielen Jahren und gibt tolle Informationen über Ephesus, diese kulturelle Stätte hier, die man irgendwie dann doch mal besucht haben sollte. Und das Schöne jetzt zur Nebensaison, es ist nicht so voll. In der Hochsaison sind hier teilweise ja, 4.000, 5.000 Touristen gleichzeitig drin, hat der Guide eben gesagt. Jetzt sind es nur einige hundert. Wir haben ungefähr so 17 Grad. Ja, es ist nicht wirklich heiß, aber wenn es heiß ist im Sommer, dann ist es vielleicht auch schon zu warm, denn Schatten gibt es hier wenig bis gar nicht und entsprechend finde ich so einen Besuch hier in der Nebensaison wirklich ganz angenehm. Es ist jetzt mein drittes Mal in Kujadasi und die letzten beiden Male bei jeweils um die 40 Grad habe ich gedacht, ja gut, das muss nicht unbedingt sein, aber heute jetzt hier im Februar eigentlich die perfekte Jahreszeit, um diese kulturelle Stätte zu besuchen. Zurück von dem Auszug nach Ephesus, einem der 7 antiken Weltwunder dieser Erde. Und ja, für die einen waren es vielleicht nur alte Steine, für die anderen war es ein Stück Weltgeschichte, was man sich dort angucken konnte. Für mich war es irgendwas dazwischen, irgendwas in between. Aber auf jeden Fall sehr schön, das mal gesehen zu haben. $80 pro Person für den Ausflug ist jetzt für ein deutsches Preisniveau und Ausflugsniveau nicht sonderlich günstig, eher im oberen Bereich angesiedelt. Für amerikanische Kreuzfahrtschiffe mit dann doch durchschnittlich eher hohen Ausflugspreisen, aber tatsächlich dann gar nicht so hoch angesiedelt. Da war ich mit einer anderen amerikanischen Reederei hier, da haben die Ausflüge mindestens dreistellig gekostet. Insofern, ja, für amerikanische Preise durchaus in Ordnung. Bevor ich auf morgen zu sprechen komme, erstmal noch der Hinweis, wir sind dann ja noch mit dem Bus zurück wieder nach Kujadasi gefahren zu einem Teppichhersteller, wo Teppiche in Handarbeit gefertigt werden. Sehr interessant gewesen, diese Demonstration, wie das Ganze stattfindet, wie aufwendig das ist, Teppiche herzustellen. Und dann wurden irgendwann die Teppiche ausgerollt. Hier 8 Jahre Handarbeit, da 3 Jahre Handarbeit. Und ich glaube, man konnte die am Ende auch kaufen. Ich bin schon etwas früher gegangen, denn das Budget
die Reisekasse hier hat jetzt nicht so viel hergegeben, um einen 8 Jahre handgeknüpften Teppich zu kaufen. Das war auch nicht das Ziel. Aber trotzdem mal interessant gewesen, das zu sehen, wie es funktioniert. Morgen steht ein Seetag an in Richtung Zypern nach Limassol. Ein schönes Reiseziel, wo wieder ein toller Ausflug in die geteilte Hauptstadt ansteht, nach Nikosia. Zwischen dem türkischen und dem griechischen Teil, das schauen wir uns dann im nächsten Vlog an. Es lohnt sich also auf jeden Fall wieder einzuschalten. Vielen Dank, dass ihr jetzt in diesem Video mit dabei wart. Folgt dem Kanal gerne, gebt einen Daumen hoch für weitere Videos. Vielen Dank und vor allem schaut gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, denn dort findet ihr einen Link und eine E-Mail-Adresse, unter der ihr eure nächste Reise buchen könnt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nutzt und damit die Videos unterstützt. Und ihr seid, könnt euch sicher sein, ich werde mich bei euch melden. Vielen Dank dafür und bis ganz bald, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.